Naturschutz, Biotopfunktion, fachgerechte Pflege. Eine Hecke, die gut aussieht und der Umwelt dient, verlangt viel Aufmerksamkeit. Wie genau man eine Baum- oder Strauchhecke zu pflegen hat, lernen hier die Lehrgangsteilnehmer zur geprüften Natur- und Landschaftspflegerin bzw. Pfleger. Den Kurs gibt es von der Regierung von Oberfranken in Kooperation mit den landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks seit 2 Jahren und er ist sehr beliebt. Weil die Lehrgangsteilnehmer lernen viele Dinge, die momentan in der Praxis draußen gefragt sind. Und diese Kombination aus Praxis und Theorie ist sehr wertvoll. Isabel Niklas ist Naturpark-Rangerin im Fichtelgebirge und hat Geoökologie studiert. Jeder angestellte Naturpark-Ranger in Bayern macht aber zusätzlich die Weiterbildung zum geprüften Natur- und Landschaftspfleger. Und das ist sehr hilfreich im täglichen Arbeitsleben. Also gefallen tut es mir echt super gut. Sowas habe ich persönlich auch praktisch noch nicht gemacht. Also man hat in der Theorie gelernt, was ist das für ein wertvoller Lebensraum. Und eben das habe ich im Studium gelernt, aber noch nie praktisch Hand angelegt oder eine Hecke pflegen dürfen direkt. Die Weiterbildung zieht Teilnehmer mit unterschiedlichster Berufs- und Ausbildungserfahrung an. So wie Jürgen Wagner, ein Outdoor-Trainer und Naturführer in der Fränkischen Schweiz, der sein Wissen nicht nur für die tägliche Arbeit, sondern auch für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten erweitern möchte. Klar, man nimmt immer ganz viel mit in Bezug nicht nur der Technik, sondern auch der Struktur der Hecke, weil Hecke ist ja eigenes Ökosystem, eigener Lebensraum. Und die Pflege ist natürlich auch entscheidend, was in den kommenden Jahren alles damit passieren soll. Die Lehrgangsteilnehmer lernen nicht nur den richtigen Umgang mit den Maschinen, sondern auch die theoretischen Grundlagen. Artenkenntnis ist das A und O beim GNL. Sie kennen die Arten, sie kennen die Austriebseigenschaften, wie sie wachsen oder auch wie sie aus dem Stock wieder ausschlagen können. Und entsprechend passen sie an, ich schneide die Art noch mit weg oder ich lasse lieber stehen. Aber nicht nur die Heckenpflege steht auf dem Lehrplan zur geprüften Natur- und Landschaftspflegerin bzw. Pfleger, auch allgemeine Tier- und Pflanzenkunde bis hin zur eigenen Honigproduktion und steuerrechtlichen Angelegenheiten wie Vertragsrecht müssen die Teilnehmer durchlaufen, bis sie ihr Wissen im Beruf anwenden und an Dritte weitergeben können.